Sonja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft hier in Sakura Shores. Das ist unsere neue kleine Welt, in der Izzy und ich jetzt wohnen. Wunderhübsch, ja. Wir haben das Meer direkt vor der Nase, hier einmal da vorne. Wir haben einen Haufen Häuser, wir haben uns noch nicht ansatzweise alles angeguckt. Hier gibt es super, super viele in der Nachbarschaft. Beziehungsweise wir haben uns noch gar nichts angeguckt. Und Sie? Ich wollte gerade sagen, hier wohnen wir. Aber scheinbar wohnt Izzy jetzt draußen im Garten. Aus Gründen... Keiner kennt. Hi. Ah! Ey, raus aus meinem Bett. Das ist mein Schlafzimmer. Mach, dass du wegkommst. Hier schlafe ich gerade. Okay, klar. Dann zeige ich in der Zwischenzeit das Haus, schätze ich mal. Das hier ist unser Haus. Hier leben wir, im Gegensatz zu anderen Leuten, die draußen schlafen. Hier ist unser kleiner Tisch. Wir haben noch nicht super, super viel eingerichtet. Wir sind gerade erst eingezogen. Hier ist unser Sofa, Wohnzimmer, Eckbereich. Hier hinten ist Izzys Bett in ihrem kleinen dunklen Kämmerchen. Und hier drüben ist mein Bett. Und das da hinten, ja, dieser freie Raum, dieser prächtige, große freie Raum, wird zu etwas, was Izzy die Gaming-Toilette genannt hat. Ich nehme an, das ist eine Mischung aus Bats und Arbeitszimmer. Ronja, wir müssen schnell los. Guck mal, es wird schon dunkel draußen. Oh, stimmt, wir wollten ich doch heute aufs Festival. Das Festival. Ja, Hard Rock Festival. Ich will doch noch singen, Death Metal und sowas. So ein Hard Rock Festival. Okay. Ja, okay, dann nicht bin so ich mal auf? Gespannt. Das sieht so hübsch aus hier. Guck dir das mal an. Du hast die ganzen Bäume. Du hast hier oben diesen japanischen Distrikt mit diesen kleinen japanischen Häusern. Die, keine Ahnung, die Straßenlaternen sind übelst süß. Die ganzen Bäume, da regnet es hier, Kirschblütenblätter. Das ist wunderschön hier. Denkst du, wenn ich hier ist ein Hard Rock Festival, Lisi? Ich bezweifle es. Was ist das hier? Na? Was ist das hier? Was? Das ist ein Haus. Da oben, das ist mein Lieblings. Kommt man aber nicht rein. Soll ich dir mal zeigen? Ja, ja, ja. Kommen wir mit rein hier? Oh, ist das ein Restaurant? Erstmal eine Karotte snacken. Ja, das ist Sushi. Azumis. Ich esse kein Sushi. Außer mit Avocado. Oh, Sushi ist lecker. Oh, hier ist so ein kleiner Brunnen am Anfang. Das ist ja süß mit diesen kleinen Bäumchen. Hallo, Mr. Restaurantbesitzer. Wir gucken uns hier nur um. Wie hübsch das hier aussieht. Und da sind Koi-Karpfen. Oh mein Gott. Guck mal, wie hübsch. Du hast einfach diese kleinen Sitzkissen und du hast diese... Oh, das sieht so gemütlich aus. Warte, ja. An der Decke sind Koi-Karpfen. Ja, das ist true. Nicht an der Decke draußen. Draußen? Oh. Ja, warte, die sind im Wasser. Da sind meine Freunde. Deine Freunde, die Koi-Karpfen? Ja. Bist du ein Koi-Karpfen? Wollen wir eine Runde schwimmen? Gott. Ronja, spring rein. Das Wasser ist herrlich. Okay. Nee, das Wasser ist grün und sumpfig, ich sehe. Nein, das ist voll schön. Ja, okay. Ich kann schwimmen wie ein Fisch. Wie ein Koi-Karpfen. Ja, wie denn ich bin. Die Gäste sitzen auch nur da und gucken uns an, als wenn wir irgendwie... Ja, guck mal. Verstehe ich gar nicht. Wenn du hier rauskommst, die stehen da, sind leicht besorgt und sind so, okay, was macht ihr hier? Soll ich Ihnen Koi-Karpfen fangen? Wollen Sie was essen? Bitte nicht mich. Nein. Ich bin kein Karpfen. Nein, hier ist kein Karpfen. Noch einer, jetzt nicht mehr. Du hast dich verwandelt. Du bist quasi wie diese Meerjungfrauen, weißt du, wenn die an Wasser sind, dann trocknen. Dann wirst du zu Izzy und im Wasser wirst du zum Koi-Karpfen. Ja, das weiß jeder. Das ist common knowledge eigentlich. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir... Oh, warte mal, er verkauft hier sogar eine Angel. Er verkauft eine Angel? Immer mal angeln? Ja, ja, ich wollte schon immer mal angeln. Ich angel mir einen Koi-Karpfen. Tschüss. Ja, los. So. Achtung, Entschuldigung. So, ich tarne mich jetzt hier auf den Blumenblättern. Die sehen es nicht, kommen die Koi-Karpfen. So, ups, dann bin ich ins Wasser gesprungen. Eigentlich soll man das nicht beim Angeln, nehme ich an, weil das die Fische disturbt. Aber die hier scheinen sich nicht gestört zu fühlen. Okay. Ah, ich habe eine Angel! Nein, ich wollte den richtigen Koi-Karpfen fangen, nicht dich! Och Mann, ich gehe wieder. Okay, wollen wir mal gucken, wo das Festival ist? Ich habe nämlich keine Ahnung. Weißt du, du hast ja auch keinen Orientierungssinn. Hast du was zu essen dabei, Ronja? Ich habe nichts zu essen dabei. Wollen wir uns irgendwo was holen? Ich habe Geld. Okay, dann hole ich mir Essen. Ja, hier. Geld kaufen, Leute. Hier. Ich nehme... Boah, ich glaube, ich nehme ein Sandwich. So. Oder zwei. So, denkst du, zwei Sandwiches reichen? Dann nehme ich noch ein Getränk und einen Schokoriegel. So, bam. Sandwiches! Ich verkaufe frische Sandwiches! Wie jetzt? Du verkaufst frische Sandwiches. Frische Sandwiches. Wer will ein Sandwich Hallo, kaufen? Hallo, ich hätte gerne ein Sandwich. Ja. Was? Das ist kein Sandwich. Das ist ein Karotten-Sandwich ohne Brot. Das ist eine Karotte. Ja. Karotten. Das ist eine rohe Karotte. Die ist nicht mal geschnitten. Da ist noch Schale dran. Ein Goldstück, bitte. Pff, ein Goldstück. Hier, nimm deine blöde Karotte wieder. Ein Goldstück. Nein, nix da, ein Goldstück.
Gib mir mein Gold! Du kriegst überhaupt gar kein Gold! Ich will mein Gold haben! Nein! Nee. Wo bist du eigentlich hin? Das ist die falsche Richtung. Oh, das ist die falsche Richtung. Oh, hier geht's in so einen Wald. Okay, nee, da will ich nicht rein. Da verlaufe ich das mich nur. Das ist der Gruselwald. Da will ich mich nur dagegen, will ich rein. Wo das Festival ist. Mrs. Ronja, bitte folgen Sie mir einmal. Alles klar, Mrs. Easy. Ja. Ich bin unterwegs. Hören Sie das? Ja, das ist eine Katze. War eine Katze. Katzen sind Tiere, die hier vorkommen in dieser Welt. Okay. Ja, hier sind überall Katzen. Die miauen immer überall rum. Aber man kann sie nie sehen. Man kann sie nie sehen. Die verstecken sich im Wald. Das sind Geisterkatzen. Hilfe, Geisterkatzen. Hier oben ist das Festival. Das macht Sinn mit den ganzen Lampions. Ja, willkommen hier zum Festival. Schauen Sie nur, wie schön das hier aussieht. Hier ist keiner. Doch, ich glaube, du hörst dich hier. Hier sind zwei Leute. Das ist doch kein Festival. Hier, Ronja. Hier hinten. Oh. Was bist du denn? Oh mein Gott. Es ist ein Monster. Nein, es ist eine Schieberkönigin. Sie hat gesagt, wir sollen die Festivalspiele genießen und die Essensstände. Essen? Wo gibt's hier Essen? Und wir kriegen 3 Festival-Tokens. Ui, ein Festival-Token. Okay, warte. Hier hinten kann man die einlösen, die Tokens. Wollen wir mal gucken, wie viele wir brauchen, damit wir uns was Gutes kaufen können? Ja. Ich will ein Fahrrad. Was denkst du, kostet das Fahrrad hier? Okay, verstehe. Das kostet 2x64. Mit einem Hund? Wie süß. Ich denke, mein Gott, dann hätten wir ein Fahrrad. Das wäre so cool, Ronja. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ich denke, was wir uns hier leisten können, ist eine Vase am Ende des Tages. Okay. Ja, cool, alles klar. Wollen wir mal gucken, was es für Spiele gibt? Yes. Wähle deinen Preis. Gar nichts. Wir haben noch nichts gewonnen. Okay, pass auf. Ich gehe zuerst spielen. Du gehst zuerst spielen? Oh! Ja. Das ist so Zielscheibenschießen. Das ist cool. So, dann wollen wir mal. Okay, let's go. Ja, spiel doch deine eigenen Spiele. Okay, dann spiel ich meine eigenen Spiele. Dann kaufe ich mir hier Essen. Er sagt, was hat er? Er hat entweder so Obstsalat oder Sakura Puff Dangos. Keine Ahnung, was das genau ist, aber ich nehme an, es wird sehr gut schmecken. Von daher probiere ich mal eins. Und, okay, was gibt's hier hin? Ich drehe mal das Glücksrad. Wie läuft dein Dings? Sehr, sehr gut, Ronja. Sehr, sehr gut. Okay, das freut mich. Oh, Silbermünzen habe ich da ausgegeben für. Okay, ich hoffe, am Glücksrad gibt es was Gutes. Viele Festival-Coins. Junge, das wird ja immer schneller. Okay, Glücksrad, dreh dich. Ich hätte gerne 15 Festival-Coins. Was kriege ich? 10! Ich habe 10 Festival-Coins gekriegt. Das ist nicht schlecht. Was? Ja. Oh, was ist hier hinten? Drin. Hier ist eine kleine Busstation mit einem Geldautomaten, damit man hier weiter Dings holen kann. Wow, 25 habe ich bekommen. 25? Ja. Holy, okay, warte. Ich versuche das zu toppen. Und 2 Goldmünzen. Und 2 Okay. Ah, nee, die hatte ich schon vorher. Kleiner Angeber auch. 25, okay. Das musst du erstmal toppen. Okay. 25, ich versuch's. Okay, hier 1. Die goldenen bringen, glaube ich, mehr. Die Hunde darf man nicht treffen, gell? Die Hunde solltest du nicht treffen, nein. Okay, warte. Ah, Mist. Denkst du, die oben machen mehr Sinn oder die unten? Macht das einen Unterschied? Nee, ne? Nee, ich glaube, es macht Scheibenkleister, ich habe einen Hund getroffen. Oh no! Ah, nein! Ah, die grünen bringen 3. Das ist immerhin was. 3, 5. Hund. Oh. Gefahr. Oh nein, hier sind so viele Hunde. Wie soll ich denn hier was treffen? Ist ja richtig stressig. Nein! Okay, warte. 2, 3. 2. Hier ist nichts. Nein, hier ist ein Hund. Vorsicht. Ich krieg überhaupt gar keine pinken. Ah, die kommen vielleicht von oben runter, oder? Ja. Meinst du, das ist so? Ich glaube schon. Ich hoffe, es ist so. Ich denke... Oh, Scheibenkleister. Schon wieder ein Hund. Nein, nur noch 5 Sekunden übrig. Ah, nein. Ich werde nie im Leben kriegen so viel. Nur noch 5 Sekunden. Ich habe nochmal 20 Tokens bekommen. Du Ronja, hast was sagst du jetzt? Ich habe 10 bekommen. Beim Glücksrad. Wirklich? Ja. Und nochmal 10. Was? Ja, okay, pink ich habe richtig gut. 10 hier bekommen. Ja, pink hatte ich auch mit 10. 10 hast du nur bekommen, Ronja. Oh. Ja, ich habe Ich hatte 25. Bekommen. How? Wie? Ja. Leute, und jetzt habe ich nochmal 20. Ich habe jetzt einfach ein Stack-Token, das Ronja. Das ist doch nein. Oh, ich bin so viel besser. Ich würde mal dein Glück versuchen. Dreh doch mal am Glücksrad. Ich habe schon mal am Glücksrad gedreht, aber ich Los, mach's dreh doch mal. Okay, ich dreh noch mal. Ich fühle mich hier... Okay, warte, hier. Das kann nicht so schwer sein. Bitte pink. Nee, gelb war gut. Okay, gelb. Grün. 8 Festival-Tokens habe ich bekommen. Klasse. 8 Tokens.
Das ist doch schon mal was. Doch gut. Ich habe 31 jetzt. Guck mal, ich habe dir nur so ein Reisding geholt. Oh, das sieht voll gut aus. Dankeschön. Schmeckt bestimmt voll gut. Muss mal probieren. Ich habe Ramen übrigens gewonnen. Hier, Ramennudeln. Du hast Ramennudeln bekommen? Ja, die esse ich alleine. Ja. Oh, warte, warte. Hier ist ein Rhythmusspiel. Aber ich glaube, ich bin nicht so gut in Rhythmusspielen. Obwohl, eigentlich bin ich gut in Rhythmusspielen. Aber ich versuche? Ich weiß nicht, wie viele brauchen wir noch? Wie viele Stacks? Insgesamt? Also du hast ein Stack? Ich habe ein Stack, ja. Okay, dann brauchen wir noch 33 Festival-Tokens für ein Fahrrad. Meinst du, das schaffen wir heute noch? Ich denke, es geht, wenn ich noch zweimal am Glücksrad drehe. Ich habe noch 3 Silbermünzen. Ich brauche quasi kein Essen. Und ich habe sogar noch mehr Silbermünzen. Ich habe 5. Ich habe mich verlesen. Okay. Hier sagt einer, ich habe das Glücksrad 5-mal gedreht. Nein, rot! 5 Sakura-Puff-Dangos habe ich gekriegt. Oh. Okay, kein Problem. Ich bin nicht spielsüchtig. Ich mache es nur noch mal aus anderen Gründen. Okay, drehen. Und hier haben... Grün! Was bringt grün? Grün war nur 8. Mist, ich dachte, grün wäre gelb. Okay, einmal noch. Nee? Okay, das kann nicht so schwer sein. Bitte, Glücksrad, gib mir irgendwas. Gib mir etwas. Hä? Es dreht sich nicht. Ich wurde betrogen. Ich habe ihr doch Geld bezahlt. Na gut, dann muss ich es nochmal machen. Es tut mir... Ah, ich habe nicht genug Gold. Es kostet immer 3 Gold. 3 Silber. Dann kann ich nicht mehr das Glücksrad drehen. Nein, du hast kein Gold mehr. Ich habe mein Geld ausgegeben. Ich auch nicht. Was kriegen wir denn für ein Stack? Für ein Stack? Wollen wir es mal anschauen? Ja, können wir machen. Okay, lass uns mal schauen. Das Ding ist... für ein Stack kriegt man bestimmt auch was Gutes. Ich habe ja noch mal einen halben Stack. Da kann man vielleicht mal irgendwas, weißt du? Irgendeinen Preis kriegen. Es ist zwar kein Fahrrad, aber okay. Vielleicht können wir uns so einen Koi-Cup holen. Oh, okay. Warte, ich guck mal. Für ein Stack kriegen wir eine Schüssel Früchte. Wir kriegen eine Blumenflagge. Oh, wir kriegen einen Goldkarpfen. Echt? Ja. Möchtest du lieber einen Koi-Fisch-Lampendings oder ein Lotus-Lampendings? Ich glaube, Lotus. Soll ich dir mal meine Sachen droppen? Oh ja, das wäre vielleicht ganz gut, weil sonst kann ich sie nicht kaufen. Dankeschön. Okay. Dann einmal eine Lotuspflanze. Das war die hier, gell? Ja. Zack. Und dann haben wir noch 23 übrig. Dafür könnten wir uns noch eine Vase holen. Eine Ente. Ja, wir können eine Ente. Okay, welche möchtest du? Die schwarze? Die schwarze Ente. Es sei denn, du willst die andere. Nee, ich nehme die schwarze. Okay. Eine schwarze Glücksente haben wir jetzt. Okay, dann lass uns mal nach Hause gehen und die platzieren. Die Sachen angucken. Sachen. Genau, gucken, wie das aussieht. So, und da sind wir schon zu Hause. Oh mein Gott, es ist schon dunkel jetzt draußen. Wir sollten es vielleicht mal... Wow. Mitten in der Nacht. Okay. Es ist Mitternacht. Es ist wirklich Mitternacht. Ein Entchen. Ich mach die hier in unseren Schrank. Oh, die sieht voll süß aus. Die passt doch voll gut rein. Echt, hast du sie reingemacht? Mhm. Warte, und da? Wo hast du die hingemacht? Da, in den Wohnzimmerschrank. Ah, wie süß ist das denn? Oh mein Gott. Warte, ich hänge hier noch eine Lampe hin, ja? Du kannst... Haben wir eine Hängelampe? Oh, das sind die sind so schön. Richtig? Das sieht voll hübsch aus. Oh, du machst die rosa? Pink? Ja, ein rosa ist viel besser. Warte, wir haben oder rosa, guck mal, was es noch gibt. Gelb und weiß. Das Ding ist, ich glaube, gelb passt sogar ein bisschen besser zu unserer Einrichtung als rosa. Ich glaube nämlich auch. Ja, gelb sieht sehr gut aus. Ja. Okay. Ja, nice. Gut, dann gehe ich schlafen. Gute Nacht. Gehst du schlafen? Warte, was mit deiner Bettfarbe? Die war doch eigentlich anders. Habe ich die geändert? Weiß ich nicht. Hast du die gesehen vielleicht? Welche war das denn? Ich weiß es nicht. Warte, was ist deins hier? Deins ist pink. Nee. Meins ist das hier. Das ist meine Farbe. Okay, du hast das grünlich mit pink. Das Ding ist, ich glaube, gelb und grün passt ganz gut zu unserer Einrichtung. Das kann man ja notfalls nochmal später ändern. Oder du kannst blau haben. Oder rosa. Dann möchte ich blau. Blau. Genau. Da. Dankeschön. Gerne. Okay, gute Nacht. Jo, gute Nacht, Ronja. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. So, das war's mit der ersten Folge hier in Sakura Shores. Davon mache ich jetzt demnächst 1-2 Völkchen mehr. Die kommen auch auf Isis Kanal. Wir beide nämlich. Ich mache welche, sie macht welche, wir machen zusammen welche, wir machen alleine welche, wer weiß. Es gibt hier viel Möglichkeiten. Das ist jedenfalls die kleine Welt, in der wir jetzt leben. Falls es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und schreibt gerne einen Kommentar, was ihr über die Welt denkt. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und macht's gut. Tschüss!